Ey Bruder, yeah, hör dir mal die Kraft, oder? Ja, du musst dich echt mal abonnieren, ja? Das ist eine geile Sache. Wir müssen auch mal gucken, ja. Das ist geil, Alter, ja? Gigino, du sagst echt, das ist echt krank, Alter. Das ist eine Maschine, Alter. Das ist geil, Alter. Walla Billa, das ist eine Maschine. Ja, was geht ab, Bruder? Das ist mein Style, high sein und ich gebe deiner Mutter high five. Guck, das ist Tricks. Bruder, so habe ich das gefühlt, Alter. Digga, ohne Scheiß. Moin. Moin. Moin, moin, was geht? Nix. Bei euch, wir trinken Bierchen. Ja, Bierchen, haram. Das was möchte ich mit nichts zu tun haben. Ich will euch bekehren zur einzig wahren Religion. Ja, der ist Zeuge Jehovas. Nein. Okay. Also, was sagen wir zu Merkel? Merkel muss weg. Also ich soll an Merkel glauben, so. Nee. Merkel hat ja gestern bei dieser Pressekonferenz, dann ist sie kurz verschwunden, hat Shisha-Kopf geraucht und dann kam sie zurück und hat dann erstmal Corona für alle gegeben, Alter. Ja, was sagt ihr dazu? Ich warte nur auf die Zeit, bis alle so ausrasten, so Schaufenster einschlagen und so. Ich werde auch mit Plasmafernseher rumlaufen direkt. Sogar meinen eigenen Laden eigentlich. Was hast du denn für einen Shop? Ah, das dürfen nicht verraten. Oder dürfen es verraten? Nee, kein Tattoo. Sag doch! Wir haben einen Sexshop. Ein Sexshop? Habt ihr Interesse an irgendwelchen. Nee, Spaß, wir haben einen Shisha-Laden, aber. Auch ein bisschen Sexshop mit drin, so mäßig. So genau, wir hier eine Shisha-Schleuchung. Also manches Mundstück kann man auch anderweitig verwenden. Ey, die labern so viel Scheiße, ne? Hey, wir sind die Dings, wir waren, vor Corona waren wir echt zwei nette Kerle, so, wisst ihr? Ohne Corona Scheiß, hat kaputt gemacht, ihr Corona hat mich einfach gefickt, Alter. Ja. Seid ihr eigentlich Schwestern oder Cousins oder so? Cousins sind wir, ja, Cousins. Nicht Cousinen, sondern Cousins, ja. Cousins? Aber ersten Grades, oder? Aha. Moin. Hallo. Oh Gott, ist so leiser gerade. Hast du eventuell die deutsche Staatsbürgerschaft? Ja. Wenn ich die Knaste auf damit, Alter. Vielleicht in ein paar Jahren. Weil wir suchen für den Kollegen jemanden so als Scheinehe. Ich will aber nicht ins Gefängnis. Der hat jetzt Abschiebeantrag jetzt bekommen, letzte Woche. Ich kann dir sogar einen französischen Pass besorgen. Oha, noch kranker, Alter. Französischen Pass. Aber ich will nicht in den Knast. Wie alt bist du? Ich bin 50, gefühlt. Bist du denn volljährig? Ja, siehst du, ich will nicht in den Knast. Auch wenn ich gerne in Frankreich chillen würde, so. Boah, Bruder, stell dir vor, ich wäre jetzt so am Eiffelturm, so Fresse und Croissant, Alter. Da sind Leute was abgestochen, Alter. Echt? Ja, natürlich. So, mittlerweile so viele Gangs, alle werden abgestochen und nur noch Demos, gar nicht mehr. Er wurde schon mittlerweile zweimal abgestochen. Ich werde mich bei den Tschetschenen dort einschleusen, ich werde sagen, ich heiße links, Alter. Konrad von Aschenberg, Alter. Kannst du Dings Chorny Glasau oder Belle Rose spielen? Nein, aber ich kann jetzt voll singen. Okay, hau rein, jetzt. Okay, krass, okay, Alter. Du hast auch gehört, Digga. Я прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решила наши лишние любви. Я отпустила, ты, пожалуйста, живи. Stabil, Respekt. Respekt, war wirklich gut. Machst du YouTube oder TikTok oder irgendwie sowas? Beides. Ich stelle auf YouTube Covers hoch und auf TikTok auch manchmal. Ja. Also Leute, Josie Kaiser, einmal abchecken. Bruder, die konnte stabil Gitarre spielen, Alter. Vielleicht irgendwann auf Hochzeit, wenn du deutsche Pass bekommst, spielt die dir Journey oder so, Alter. Moin. Servus. Hättest du Interesse an vielleicht einer Zwangsehe? Also der Kollege braucht eine deutsche Pass, das wäre halt nur so auf Papier, so weißt du? Ach so. Nee, nicht wirklich. Also du müsstest jetzt keine Verpflichtungen eingehen oder so? Ich werde wegen dir abgeschoben, wenn du jetzt Nein sagst. Du musst halt vielleicht Öffentlichkeit ein bisschen Kopftuch tragen, einfach so ein bisschen so Frau tun, dies, das, du weißt, aber wir werden dich ja natürlich entlohnen, oder? Ja, der Lohn ist, dass du halt kochen darfst, putzen darfst und dass halt nicht mit deinen Freundinnen rausgehen. Nee. Wieso? Bruder, der war noch so ein bisschen überlegt, dass die könnte ja sagen. Wieso sagst du nein? Wegen dir bin ich jetzt abgeschoben. Tut dir nicht leid, wenn du abgeschoben bist. Ich hab doch selbst keinen deutschen Pass. Ich sag das doch gleich, Mann. Ey, ohne Witz, warum sagst du das? Da hätte ich doch nicht so rumgeschrieben. Hätten direkt geskippt. Es tut mir leid. Die erste Frage. Okay.
Irgendwas stimmt mit Hasi nicht, Bruder. Oh. Moin. Ihr seid nett. Sind wir aber leider nicht. Doch, wir sind nett. Wie oft habe ich dem Markus Zucker geliehen, wenn er gefragt hat? Ich habe dem Markus noch nie Zucker geliehen, zum Beispiel. Ich habe immer deinen Zucker dem gegeben. Ja, siehst du, deswegen, ich bin nicht nett, weil ich dich leiden will und du bist nicht nett, weil du meine Sachen verschenkst. Ja, ich verschenk das, weil ich das gut meine, einfach. So vom Herzen. Wir sind leider überhaupt nicht nett. Wir sind übrigens gerade auch im Knast. Genau, und ihr habt da Internet und einen Laptop. Ja, ja, wir sollen aus Knast streamen, um so ein bisschen Werbung zu machen. Warum wir drin sind? Nein, für was ihr Werbung macht. Ja, so für Knast, damit jeder quasi hier willkommen ist. So. Weil viele haben so ein schlechtes Bild vom Knast. Jeder will mal wissen, wie es im Knast ist. Okay, und für was? Wegen was seid ihr im Knast? Ich habe Seife aus dem Knast rausgeschmuggelt. Ich war früher Wärter. Ey, hier, guck mal, Startkills schreibt, gib mal Gamer Bro Mod, der ist schon lange dabei. Hau ja, muss ich machen. Sollen wir Gamer Bro Mod geben? Sei mal ehrlich, sollen wir es machen? Wer ist das? Der Gamer Bro, der Schlag. Das war unser Argument Nummer 1. Wer ist das? Deswegen kriegt ihr jetzt Mod. Der kriegt Mod, aber du hast es jetzt entschieden. Das ist jetzt alles deine Sache. Wenn ihr jetzt Scheiße baut, bist du schuld. Ich hab gar nicht mal gesagt, ob du irgendwas machen sollst oder nicht. Hä, du hast es mit deinen Augen so gemacht, so. Das heißt doch für mich, ja. Doch. Nein. Ich hab's doch mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich hab's mit meinen eigenen Ohren gehört und mit meiner eigenen Nase gerochen, dass du ja gesagt hast. Toll gleich. Hey, oh, beruhig dich, nicht weinen. Beruhig dich. Ey, die weint, glaube ich, weil die uns getroffen hat, Bruder. Die ist aufgesucht. Das ist so ein Traum. Ich weiß, Alter, ich würde mich auch gerne mal selber treffen. Bist du Groupie von Chichino und du wenn ich mich selber bei OmeTV treffen würde, würde ich direkt die Tränen würden, so wie so ein Wasserschaden. So batz, Alter, nach vorne, Alter. Direkt Bildschirm flexen. Gell? Direkt ganze Bildschirme kaputt, Alter. Wasserschaden. Мама, свет, можешь выключить, пожалуйста? Пожалуйста, свет выключи. Да, и свет, пожалуйста. Да, ёб твою мать. Чтобы были поменены все. Я потом, если Алина придёт. Когда ещё? Потом, если Алина придёт, я сделаю. Давай. Тебе нельзя врать. Я уже думал, ты получишь сейчас хаус-арест, Альта. Nein. Ich habe mitgefiebert, mein Herz hat gerade so gepumpt, Alter. Nein, das sagt sie sich auch, mein Bettwäsche wechseln soll. Aber warum kann die das bis in ihr Zimmer riechen oder warum? Das ist die Mutter, glaube ich. Was wir sind auch übrigens Brüder. Viele sagen, wir sind Zwillingsbrüder, aber der ist Dings 11 Jahre älter als ich. Ja. Echt? Also ich bin 29. Okay. Und der ist halt 11 Jahre älter. Okay. Wir hätten noch ein anderes Anliegen. Wir suchen so eine Frau für eine Zwangsehe für ihn, um deutsche Pass zu bekommen. Ich werde nichts. Sag ich direkt ja. Ja? Ich werde nichts. Nein. Oder seid ihr irgendwie von der Polizei oder so auf dem Kicker? Oder warum seid ihr so beide so paranoid? Ja, ist so. Also, ich meine, das kann ich nicht googeln. Ich werde abge. Die hat meine Gefühle verletzt, Alter. Hey! Wow, wow, wow! Hier! Hey, nicht mal Stuhl, Alter, nicht mal Stuhl. Hey, der hat mal die aufgemuckt, Alter. Voila. Der hat die aufgemuckt. Okay. Was geht ab? Was läuft? Der Link ist wild. Die sind beide wild. Es ist zu wild. Ja, wir sind auch, denkst du, das ist mein Vater. Nee, das ist mein Enkelkind. Ach du Scheiße, Alter. Ich hätte dich jetzt ein bisschen älter eingeschätzt. Ja, nee, ich habe mit 10 habe ich schon das erste Kind bekommen. Ey, komm, ich will auch mit dir kuscheln. Komm, Süße. Seid ihr Geschwister? Ja. Aber das heißt nicht, dass wir trotzdem nicht intim werden dürfen. Geh mal weg, Bruder. Was ist das für ein Name? Dein Insta oder was? Sie hat gerade Insta reingeschrieben, ja. Ja, ihr ist. Ich bin Mario Bastard.